Ja. Ja. Sag mal. Mal. Ist dein Mikrochip von der Impfung defekt, oder? Was ist denn los? Ja, ist sie nicht ein bisschen warm? Wieso? Ja, guck doch mal raus. Es ist so heiß, die Kühe haben sich gerade schon selber paniert und zu den Pommes auf den Teller gelegt. Und du sitzt jetzt hier mit Winterjacke und Schal? Wieso? Na, wegen dem Gaming-Setting von Gore-Tec. Das ist einfach so verdammt cool. Gore-Tec. Verlässlich auch in den schwitzigsten Momenten. Und das liegt nicht nur an dem IPX8 Spritzwasserschutz in dieser arschgeilen Tastatur. Ich könnte euch jetzt natürlich auch erzählen, wie gut diese Maus in der Hand liegt oder wie schick einfach so ein beleuchtetes Mauspad ist. Vor allem, wenn ich es mir da drauf am Strand gemütlich mache, dann gucken viele. Sondern, dass die Produkte mindestens genauso hochwertig sind wie die von vergleichbarer Konkurrenz, aber günstiger. Leute, ich bin schon seit einer ganzen Weile mit Gore-Tec verpartnert, nutze die Produkte selber seit vielen, vielen Monaten und ich kann sie euch guten Gewissens empfehlen. Schaut mal rein, mit dem Link in der Videobeschreibung kommt ihr zum Shop und mit dem Code SEF spart ihr nochmal 10%. Cool. SEF! Du den Kühen da draußen! Den Kühen da draußen ist schon... Nee, das ist schon so heiß, als ich gerade geguckt habe. Kommen wir nun jetzt aber also von wundervoller Hardware hin zu wunderschönen Games. Lasst uns doch heute mal die Demo zu Psych spielen. Wir haben uns gerade kennengelernt und naja, ich habe mich ein bisschen verliebt. Aber schauen wir doch mal, wie das Baby ungeschminkt aussieht. Apropos wunderschön, was ist das hier eigentlich? Selbst Tarzan hat angerufen, der will seine Liane zurück. Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt hier einfach ganz provokant hängen. Das habt ihr nur davon. Wegen eurer Frechheit. Oh nee, das kitzelt. Ich habe auch Angst, dass die Strähne andere aufhetzt. Wie bitte? Wie bitte? It's now been a whole year since I've seen my family. Same. Corona, after ne? After the accident, I was in hospital for a very long time. Unfall, Krankenhausaufenthalt. However, ja, kommt das gleich hinaus. Nearby, so I had to be placed in one in the next town. Ja, musste weiter weg. Ja klar, Dorfkind hatte bloß einen McDonald's und einen antiken Trödelmarkt zur Verfügung. And I only know that I drove off the erinnert sich nicht car. An den Unfall, nur dass er mit dem Auto von der Straße abkam. I developed a behavioral disorder. Klar. More precisely a post-traumatic stress disorder. Leidet jetzt an Halluzinationen durch den Unfall. Der Klassiker, Leute. So I was transferred from the hospital directly to the nearest clinic for mentally disturbed people. Okay, sie stecken ihn gleich in der Klinik? No visitors were allowed there. Keine Besucher, nicht mal seine Familie. Deswegen also, ja okay. It took me almost the whole year to deal with the behavioral disorder. And even now, it isn't normal. So I'll probably have to live with it until further notice. Aber durchaus interessantes Setting für ein Horrorgame. And said that such disorders can often occur in such accidents. Anyway, the day after tomorrow is my little sister Sam's birthday. Alles klar. Sam, seine kleine Schwester, wird morgen 16. So, I thought that on the day of my release, I would meet Sam directly and go to our parents' house to celebrate her birthday. Wie? She called me right after my release and said that she'd found a park nearby where we can meet. Bin ich jetzt geflohen oder haben sie mich tatsächlich gehen lassen? Bin mir da gerade nicht sicher, wenn ich diese Waldgeräusche höre und die Tatsache, dass es mitten in der Nacht ist. A new message from Sam. Ah, in Ordnung. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir werden das noch herausfinden, was es damit auf sich hat. Oh, lol. Das sieht zumindest aus wie ein Handy immerhin. Hey Alex, ich warte in der Telefonzelle nahe dem Teich. Geh nach links, wenn du aus dem Ausgang kommst. Okay, Sam, die war schon hier, Alter. Das ist das Mädchen aus dieser nur noch fünfmal singen Werbung. Wisst du, was ich meine? Dann gehen wir mal nach links. Dieser Weg da ist tabu, obwohl ich das Gefühl habe, da wird es mich nachher auch noch hin verschlagen. Apropos schlagen. Der Holzfäller, da könnt ihr ja auch mal wieder unterwegs sein. Das sind genau die Geschichten, auf die Slenderman Tag aus Nacht einwartet. Wie kommen wir eigentlich von, die stecken mich in eine Nervenheilanstalt oder was auch immer hinzu? Es ist zwar nicht besser, aber du kannst trotzdem gehen, weil deine 16-jährige Schwester Geburtstag hat. Das mal irgendwie erklären? Ja, nee, Spaß, ich müsste nicht. So. Oh. Da haben wir die Telefonzelle. Ja, ich komme doch schon. Is the ringing coming from the phone booth?
Nee, von einem Eierwecker, weil hier wird Frühstück gekocht. Wovon denn sonst? Ah, my head. What is this pain? Ich wollte gerade eigentlich das Voice-Acting loben. Für so ein Indie-Game, das war gar nicht so schlecht. Aber jetzt, verlier nicht die Fassung. Konzentrieren wir uns. Okay, was ist das jetzt hier? Ich hab deine Schwester. Geh zur anderen Seite des Teiches. Setz dich hin und lass uns ein bisschen reden. Wait, what? What? Ist das... Oh Gott. Sam? Ist das jetzt real? Wie andere Seite des Teiches. Shift, um zu sprinten. My legs suddenly hurt so much. Das ist frech. Ach, jetzt kann ich nicht sprinten, oder was? Construction Site pumped. Ich gehe einfach mal hier weiter. Keine Ahnung, ob ich besser darüber muss, aber... Oh, das ist abgesperrt. Alright. Das ist hier der kleine See. Ich denke mal, ich muss da lang. Oh, das wird interessant, ey. Ich gehe mal noch nicht hier rüber, obwohl es da aussieht, als würde ich gar nicht viel weiterkommen. Können wir eigentlich auch durch den Wald gehen? Slenderman gefällt das. Hallo? Oh, hier könnte man sich hinsetzen. Ist doch nett. Oder auch nicht. Vor allem eine Klinik, ey. Das sieht aus wie... Ich will es gar nicht sagen, ey. Das, keine Ahnung. Outlast ist dagegen auf Wisch bestellt gegen das Teil hier. Stellt euch mal vor, ich müsste da durch. Oh. Ja? Tun wir das? Tut das meinen Nerven gut? Hier ist eine Kerze. Take a seat. Oh, das ist irgendwie creepy. Hallo? Hallo? Who's there? Oh Gott, ich kann nicht aufstehen, ne? Was passiert? What the hell is this? What's going on here? Alter. Is that just a joke from Sam? Ich glaube das nicht. This is anything but funny, Sam. Oh, ich hab Gänsehaut, ey. Schon Schritte. I'm losing patience. Da kommt jemand. I'm getting up, Sam. If you turn around, I'll pull the trigger. Der schießt mich, wenn ich mich umdrehe. Ist jemand hinter mir. Good boy. Listen to me carefully. Ja, hab ich eine Wahl? Sister. Meine Schwester hat was geklaut, was ihr nicht gehört. Sonst hättest du es ja nicht geklaut. Irgendwas von unermesslichem Wert. Wir haben sie in Sicherheit gebracht. Sie hat es versteckt. Hier, im Park. Und dafür gibt es irgendwie ein Rätsel. Hat sie ein Rätsel gemacht, um das zu finden? What kind of puzzle? Wenn er spätestens sich jetzt realisiert, dass er in einem Videospiel ist. Ist? Oh mein Gott! Excuse me? Warum war das denn nötig? My head. Where am I? Kriegst doch keine Ruhe, ne? Moin! You woke up just in time. You have exactly 15. Du hast genau 15 Minuten. Was für eine Droge? Why did you do that? Was haben die mir eingeflößt? Well, I gave you a drug that was supposed to kill you after 1 hour. You've been out now for exactly 42 minutes. Sein Ernst? It takes 3 minutes for the drugs to take. Ich bin in 15 Minuten tot? You have 15 minutes left. Ach du Scheiße! Before you start. Oh, das ist ja interessant. What the fuck did you do that for? You fucking... Now. You still have a chance to save yourself and your thieving little. Aber bilde ich mir das alles ein? Ich habe eine Chance, meine Schwester zu retten. Er hat ein Gegenmittel versteckt in einer Box. Mit einem Code verschlossen. Den ersten Hinweis dazu finde ich in der Telefonzelle. Good luck. Fucking hell. This can't be happening. Ich glaube, wir haben jetzt nicht groß Wahl. Okay, mache ich mich mal auf. Dude, der Shift-Button, ne? Mir wurde gerade gesagt, ich habe noch 15 Minuten Zeit zu leben. Und dem fällt nichts anderes ein, als hier ganz casual durch den Wald zu schlendern. Genau, ist klar. Was ist das hier? Ich bin ein Mörder, Emily. Ein verdammter Mörder. Es tut mir so leid. Ich meine es so. Es tut mir leid. Bitte, glaub mir einfach. Ich war so angepisst, dass du das von mir versteckt hast. Und als ich zu dir kam, warst du bereits... Meine Güte, Emily, es tut mir so leid. Ich kann dich nicht mehr erreichen, aber ich verspreche dir, ich werde mich um Jack kümmern. Mit allem, was ich habe.
Ich bin so ein schlechter Vater, so ein verdammt schlechter Vater. Das ist sehr gut, das in einem Satz zu erwähnen, beides. Jetzt muss Jack ohne Mutter aufwachsen und das alles nur wegen mir. Ich wünschte mir, das wäre nicht passiert. Aber ich hoffe auch, dass wir uns im nächsten Leben begegnen. Ich hoffe, du bist im Himmel. Dein dich liebender Mann, Paul. Oh, was ist mit meiner Schwester genau passiert? Okay, das wird deep. Das ist ein super interessantes Konzept. Ich bin jetzt irgendwie gerade mega gehookt. Call me. Enter a number. Die 1 ist eingekreist. Hier ist ein Zettel. Wenn du die ersten beiden Ziffern des amerikanischen Notrufs, also 9-11, addierst, was kriegst du? 9, also 10. Ja, lass dir Zeit. 1, 0. Und jetzt anrufen. Er macht nichts. Oh nee, bitte keine Monster, ey. Svenny, warte mal noch ein bisschen. 15 Minuten, da kommen wir wieder. Oder 1? In Ordnung. Jetzt bin ich gespannt. Das sind die ersten drei Ziffern des Codes. Beeil dich. What? Also 101. Hier war gerade jemand. Wie habt ihr das denn jetzt hier hingebaut? Johnny, jetzt! Die Vogelscheuche! Hä? The entrance. The entrance. Now hurry up. Ja, würde ich ja gerne. Was zum Teufel, Alter? Oh Gott. Okay, ich gehe zum Eingang. Von dieser Klinik oder was? Damn, Baby. Okay, mal schauen. Boah, ich habe da ein ganz mulmiges Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin. Uff. Warte mal. Ich hab eine Nachricht. Habe ich doch richtig mitbekommen. Wo zum Teufel bist du? Ich bin am Teich näher der Construction Site. Bitte beeil dich. What? Aber... Okay, ich glaube, so viel Zeit habe ich noch. Ich sehe zumindest keinen Timer. Wenn ich hier lang gehe, dann kann ich abbiegen zur Construction Site. Ja, und zum Wörterbuch. Oh no, es ist eine Falle, ne? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich komme hier nicht weiter. Emily? Hab ich dir nicht gesagt, dass viele vom Computer hocken, ist nicht gut für deinen Rücken? Wo geht es hin? Kann ich dir folgen? Wenn sie es überhaupt war. Oh, was mache ich hier? Ich muss sofort eigentlich weiter. Da steht sie. My head. Okay, ich weiß nicht, wem er das immer sagt, aber der scheint immer weiter durchzudrehen. Krass. Gut, gehen wir mal zum Eingang von dieser Klinik und schauen mal, was uns da erwartet. Boah, ich finde das mega cool gemacht. Hier sind wir. Oh, psst. Hör doch auf. Die werden da wach, Alter. Mein Gott. Die rufen nur die Polizei. Dann ist unser ganzes interessantes Spiel hier vorbei. Meine Güte, was haben wir denn hier? Der Mensch ist von unbegrenztem Wert. Infinite in its value. Oh, hier ist die Box mit dem Gegengift. 101. Unendlich. 8. Oh, richtig. Das war zu leicht. Finally, the antidote. Endlich? Das hat ja 2 Minuten gedauert. Oh, da frisst die ganze Box von einem dir unbekannten Medikament. Sam. I have to find Sam. Okay, Frodo Beutlin. Wo fangen wir denn an zu suchen? Bin mir nicht sicher. What the? Johnny, jetzt, der Lichtschalter! Nee, der hat das überantwortet. Nosferatu! Der ist auch vertrauensselig, ne? Der macht den ganzen Scheiß auch mit. In Ordnung, trotz seiner Krankheitsgeschichte und seinem labilen, körperlichen wie geistigen Zustand. What's happening? Ja, das werden wir gleich rausfinden, glaube ich. Oder will ich das? Jo, die Vogelscheuche könnt ihr jetzt wegnehmen von mir aus. Wait. Was? Ah!
Oh Gott! Holy shit! Das ist das Ende der Demo bestimmt, ne? Oh Gott, das war gut! Danke fürs Spielen, jo, gern geschehen! Das hat mir gefallen! Das war übelst spannend! Cooles Konzept, jo! Meine Güte, man findet doch ab und zu auch mal so eine kleine Perle hier. Damn, Psych. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auf die Wunschliste setzen bei Steam. Da freue ich mich auf die Vollversion. Ich hoffe, das bleibt so spannend. Das ist ja cool gemacht. Auch so vom Horroraspekt her, so ein bisschen eher so Thriller-Mystery-mäßig. Ich mag das. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Und bietet natürlich dadurch, dass er halt Halluzinationen hat, Freiraum auch, um mit Horrorelementen ein bisschen zu spielen. Coole Sache, hat mir gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das genauso seht und wenn ihr Bock habt, dass ich mir da mal die Vollversion anschaue. Dann sehen wir uns spätestens da wieder. Bis dann, Leute. Haut rein und macht's gut.